Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Deppe, das war zu erwarten, was Sie eben uns erzählt haben, dass Ihnen im Bereich Tierschutz eine sachgerechte fachliche Auseinandersetzung eigentlich egal ist. Und der Kollege Börner hat es angedeutet. Ihnen geht es darum, dieses Thema in den Wahlkampf reinzuziehen. Und nichts anderes ist das, was Sie an der Stelle tun. Und wenn Sie sich fachlich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, dann hätten Sie die kleine Anfrage des Kollegen Höhne von der FDP mal gelesen. Die ist vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ist die beantwortet worden. Und die ist so beantwortet worden, dass sich Ihr Antrag danach völlig erübrigt. Sie schieben da etwas vor sich her, was keiner braucht. Dieses Klagerecht ist mittlerweile etabliert. Es gibt überhaupt nicht den Streit zwischen Pharmaunternehmen und den Tierschutzverbänden. Das haben wir vernünftig geregelt. Wir haben im Vorfeld mit den Unternehmen gesprochen. Wir haben das Klagerecht genau an der Stelle Tierversuche auf die Feststellungsklage eingeschränkt. Das wissen Sie auch genau. Und seitdem gibt es überhaupt kein Klagen der Industrie, dass wir irgendwelche Tierversuche behindern würden. Aber wir haben sehr wohl immer noch die Möglichkeit eingeräumt, zu überprüfen, ob die Tierversuche denn ordnungsgemäß sind, ob sie rechtlich richtig sind. Sie sollten sich besser mal mit den Leuten unterhalten und nicht immer nur mit den Verbandsvorsitzenden des Aktionsbündnisses Ländlicher Raum reden. Und ich sag Ihnen auch eins, weil wir sind ja jetzt beim Aktionsbündnis Ländlicher Raum. Für die machen Sie das ja, für die beiden landwirtschaftlichen Verbände, die schreiben Ihnen ja diese Anträge. So sieht es doch aus. Wenn Sie mit denen reden, Sie haben uns ja zum Jagdgesetz, sind Sie uns ja ähnlich gekommen. Wenn Sie aber mit den Akteuren reden im Aktionsbündnis, da ist dann immer nur eine Gruppe ist dann gerade interessiert an dem Fall, die anderen winken müde ab. Und das ist hier genau das Gleiche. Die sagen in Wirklichkeit, was Sie da im Landtag machen, Herr Deppe, das ist alles Irrsinn, ist das an der Stelle. Kommen Sie zurück zu einer fachlichen, sachlichen Arbeit. Und ich sage Ihnen auch, Sie, am Ende haben Sie sich ja selbst beschränkt auf den Bereich Landwirtschaft. Dann kommen Sie mit Argumenten, die Investitionen seien rückläufig im Bereich Stallneubau. Aber das hängt doch nicht zusammen mit dem Klagerecht der Tierschutzverbände. Das wissen Sie genau. Sie wissen genau, dass die Einkommenssituation der Landwirtschaft in den letzten Jahren so schlecht ist, dass da gar keiner mehr an Neubau denken kann. Und dass das, was Sie, Ihre Partei, Ihr Bundeslandwirtschaftsminister den Bauern erzählt hat, setzt auf Export, geht in den Export, produziert für den Weltmarkt, dass das der falsche Weg ist. Die Bauern wissen nämlich überhaupt nicht mehr weiter. Deshalb bauen die keine Ställe. Und nicht wegen unserem Klagerecht. Das ist eine Verdrehung der Tatsachen, was Sie da machen. So, und dann kommen wir noch mal zu dem Punkt, ich kann mich an die Stellungnahmen gut erinnern. Da hieß es dann seitens der landwirtschaftlichen Verbände, es steht zu befürchten, es könnte sein. Das war alles Konjunktiv. Das war alles Konjunktiv. Sie haben uns da gesagt, es wird zu einer Klageflut kommen. Zu einer Klageflut aufgrund des Klagerechts für Tierschutzverbände. Nichts davon ist gekommen. Nichts. Nichts. Es ist genau so gekommen, wie wir es gesagt haben. Es wird an einzelnen Stellen eine Überprüfung geben. Einzelne Stellen werden beklagt werden. Herr Kollege Rüsse, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Deppe zulassen? Ja, gerne. Auf geht's. Bitte. Herr Rüsse, keine Aufregung. Wie erklären Sie sich denn dann, wenn Sie sagen, das ist alles so unbedeutend, dass einer der Verbände, die Sie anerkannt haben, Arriva, auf der eigenen Homepage schreibt, dass gerade durch diese Tätigkeit im Verbandsklagerecht, ich darf mal hier zitieren, Neubau- und Erweiterungsanträge für Schweinezuchtanlagen in Nordrhein-Westfalen auf Eis liegen und somit auf unbestimmte Zeit verhindert wurden. Das genau damit begründet ja Arriva den Erfolg dieses Gesetzes und ja seiner Tätigkeit und ausgerechnet diesen Verband haben Sie auch noch anerkannt. Ja, Herr Deppe, also was jemand auf seine Facebook-Seite, Webseite irgendwo draufschreibt, das muss ja nicht immer die Wahrheit sein. Und an der Stelle, ja, ich sage Ihnen das, es stimmt ja einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. So, es ist, wenn Sie das nennen, wir hatten heute Morgen, da war genau dasselbe, da haben wir Herrn Kaiser gefragt, ja, nennen Sie doch mal ein Beispiel. Herr Deppe, wenn Sie hier hinkommen würden und Sie würden mir sagen, in Ihrem Heimatort, Herr Rüsse, in Steinfurt, da wird ein Stall nicht gebaut, wenn Sie sagen würden, im Kreis Borken 5 Ställe nicht gebaut, kommen Sie mal mit wirklichen Beispielen. Nein, Sie kommen mit Arriva,
einer Tierschutzorganisation, die irgendwas auf ihrer Webseite beschreibt. Natürlich wollen die ihre eigenen Erfolge darstellen, aber im Land ist es doch nicht so, dass da Stallbauten auf Eis liegen. Das ist doch einfach nicht wahr. So, und vor dem Hintergrund, ich würde Sie dann auch bitten, dass Sie perspektivisch dann auch, wenn Sie schon das Klagerecht so einschränken wollen, dann packen Sie bitte das Naturschutzrecht mit rein. Sagen Sie den Naturschutzverbänden auch, dass Sie das Klagerecht für die nicht mehr wollen. Sagen Sie das. Sagen Sie, dass Sie Mitwirkung von Naturschützern und Tierschützern in diesem Land nicht wollen. Sagen Sie das deutlich. Ja, aber man kann es ja zumindest mal sagen, was man will. Das, finde ich, wäre ehrlich an der Stelle. Und ich möchte zum Schluss möchte ich ein Zitat anbringen, weil das ist mir in den letzten Tagen so über den Weg gelaufen. Das fand ich bezeichnend. Da hat sich jemand zum Verbandsklagerecht geäußert. Und der hat, ich zitiere das jetzt, sich folgendermaßen geäußert: Mit diesem Gesetz haben wir ein wichtiges Signal für den Tierschutz gesetzt und eine Rechtslücke geschlossen. Das ist ein weiterer und wichtiger Meilenstein für den Tierschutz. Meine Damen und Herren, jetzt ist spannend zu wissen, wer das denn gesagt hat. Man würde ja vermuten, es war unser Minister Johannes Remmel, der das gesagt hat. Der war es aber nicht. Es war auch nicht Christian Meyer in Niedersachsen. Nein, auch der war es nicht. Es war der Minister Peter Haug in Baden-Württemberg, der das am 28.12. so formuliert hat. Und der Kollege der CDU sagt, das Verbandsklagerecht ist ein gutes Instrument, ist ein richtiges Instrument. Und da sollten Sie sich doch überlegen, wo stehen Sie denn als CDU? Wo stehen Sie denn? Das ist ja, Sie müssen doch insgesamt eine Position mal entwickeln. Und genau. Ihre Redezeit, Herr Kollege. Gut, genau, ja. Zum Schluss sage ich noch mal, mit Ihnen ist, das hat dieser Antrag wieder gezeigt, keine gute Tierschutzpolitik zu machen. Und deshalb kann man das auch nur ablehnen, was Sie hier wollen. Ja, ich habe noch mal nachgefragt, war just in time eine Punktlandung? Eine Sekunde nach. Ja, so eine Kurzintervention von Herrn Kollegen Deppe, der mal den Knopf drückt, wenn er so freundlich ist und reden möchte. Und jetzt für 90 Sekunden das Wort, bitte. Herr Rüße, Sie haben ja eben ein schönes Zitat gebracht. In der Tat, es könnte eigentlich von Herrn Remmel stammen. Aber wir sind eben hier in Nordrhein-Westfalen und nicht in Baden-Württemberg. Und Herr Remmel und die Minister der grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen sind auch nicht Herr Kretschmann und die Regierung in Baden-Württemberg. Da könnten wir mal über innere Sicherheit hier diskutieren. Dann wird das hier anders aussehen. Aber eins sage ich Ihnen. Wir werden hier in Nordrhein-Westfalen auf keinen Fall eine Fortsetzung der grünen Politik mit einer schwarzen Ministerin durchführen, sondern wir sind hier in Nordrhein-Westfalen. Unser Land muss endlich weg von den letzten Plätzen in der Bundesrepublik. Und das geht nur mit einer klaren Abkehr von der grünen Verhinderungs- und Bevormundungspolitik. Dieses Markenzeichen wird es nach dem 14. Mai in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geben. Das kann ich Ihnen und der Öffentlichkeit hier versprechen. Jetzt hat Herr Kollege Rüste das Wort für bis zu 90 Sekunden. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Herr Deppe, Tiere sind in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, Tiere sind in ganz Deutschland gleich und haben dieselben Rechte. Und dafür werden wir uns weiter einsetzen. Wir werden uns dafür einsetzen mit der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem Minister Johannes Remmel, dass es im Tierschutz auch nach dem 14. Mai weiter vorangeht und Nordrhein-Westfalen ein Leuchtturm für Tierschutzpolitik bleiben kann. Soweit Kurzintervention und Replik.